gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, man soll da gar nicht nach dem großen Wurf suchen, sondern im Kleinen geht es los. Über Europa diskutieren, über Demokratie diskutieren, sich Gedanken machen, mit anderen sprechen, vielleicht schauen, welche Möglichkeiten gibt es, wie zum Beispiel bei Pulse of Europe, aber auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass etwas getan wird und dass es jetzt getan wird. Demokratie im europäischen Sinne bedeutet genau das, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger sich bewusst machen, dass Demokratie etwas sehr Verletzliches ist, dass sie uns nicht geschenkt ist, sondern dass wir immer wieder darum kämpfen müssen, gerade heutzutage, dass wir uns einbringen und engagieren und dass wir aufrecht auch Haltung zeigen gegenüber den Tendenzen, die Demokratie beschneiden wollen, vielleicht sogar abschaffen wollen, sie in etwas anderes transferieren wollen. Und das gilt sowohl auf regionaler, auf lokaler, auf nationaler, aber vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene. Und europäische Ebene bedeutet für mich auch europäisches Bürgertum, ja, eine europäische Zivilgesellschaft herstellen, transnational denken, sich die Sorgen und Nöte auch nicht nur der Deutschen, sondern anderer zu eigen machen. Ja, mit Haltung und mit Rückgrat und nicht zurückschrecken, aber gleichzeitig auch nicht belehrend sein. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben und auch berechtigte Sorgen haben über die Zukunft und sich dann Fragen stellen, ob sie nicht in nationalen Kontexten besser aufgehoben werden. Und ich glaube, es ist falsch, diese Sorgen nicht ernst zu nehmen. Das heißt, es soll der Dialog gesucht werden. Wir müssen miteinander sprechen. Wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann haben wir die Gesellschaft schon gespalten. Und wir können das nicht immer nur den anderen zuweisen, sondern es ist auch unsere Aufgabe, zu sagen, ich spreche auch mit denen, deren Auffassung ich nicht für richtig halte, um in den Diskurs zu gehen.